Kinder! Hallo! Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge Online-Kindergottesdienst. Mhm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Falls mir letzte Woche so viel Spaß mit dem Jason gemacht hat, habe ich ihn einfach nochmal gebeten, herzukommen. Und es ist cool, dass du gesagt hast, jo, mach ich. Ja, finde ich auch. Und natürlich singen wir wieder. Und natürlich weiß ich, dass du das nicht möchtest. Der Jason möchte nicht vorsingen. Der möchte, wenn, dann nur mitmachen. Und deswegen mache ich das zusammen mit dem Marvin und der Lucine. Hm. So, Kinder, cool. Am besten steht ihr auf und stellt euch hin. Ja. Felsenfest und stark ist mein Gott. Fest und stark ist mein Gott. Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Felsenfest. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Nach dem Singen ein bisschen Sport? Oh, das ist eine gute Idee. Ne? Da fällt mir Laurentia ein. Ja. Das machen wir jetzt, liebe Kinder. Wir singen und machen Sport dabei. Viel Spaß. Wir möchten jetzt mit euch ein Lied machen, das wir immer auf unseren Kinderfreizeiten singen, wenn wir uns fürs Fußballturnier aufwärmen. Und also es ist so ein kleines Workout-Lied und es geht um die Laurentia. Und immer, wenn ich in die Knie gehe, müsst ihr auch in die Knie gehen. Der Willi braucht nicht, der ist entschuldigt, weil sonst gibt es Probleme mit der Gitarre. Also mache ich das. Und ihr natürlich zu Hause. Okay, fangen wir an. Laurentia, liebe Laurentia mein, wann werden wir wieder beisammen sein? Am Montag. Ach, wenn es doch erst wieder Montag wäre. Laurentia, liebe Laurentia.
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wär. Und ich bei meiner Laurentia wär. Laurentia wär. Laurentia, liebe Laurentia mein. Wann werden wir wieder beisammen sein? Am Samstag. Ach, wenn es doch erst wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag wär. Und ich bei meiner Laurentia wär. Laurentia wär. Und der Sonntag. Laurentia, lieb, Laurentia mein. Wann werden wir wieder beisammen sein? Am Sonntag. Ach, wenn es doch erst wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag wär. Und ich bei meiner Laurentia wär. So eine Woche haben wir geschafft, dann sollten sie sich jetzt auch wieder gesehen haben. Hat Spaß gemacht mit euch, Kinder. Das war anstrengend, hätte ich mal lieber nicht gesagt, dass ich Sport machen möchte. Boah, ich dachte, du bist durchtrainiert, das bisschen Laurentia. Nee, nicht so. Ach, bestimmt hast du morgen Muskelkater, ne? Ja, aber ich bestimmt auch, Kinder. Jetzt gibt's wieder was zu gewinnen. Wir haben einen neuen Monat und da habe ich mir wieder was einfallen lassen. Und zwar werden Jason und ich euch gleich mit den Handpuppen, die ihr auch schon mal gesehen habt, was vorspielen. Und ihr müsst raten, welche biblische Geschichte wir euch vorspielen. Cool. Oder um wen es da geht, das würde mir auch reichen. Oder wo es steht. Und ihr schickt bitte die richtige Antwort an pattykrause@web.de. Diese Adresse, die ihr da jetzt gerade seht. Diesmal ist unser Gemeindebüro nicht besetzt, deswegen ist es dann meine Adresse, aber die kommt natürlich auch an und die ersten drei Einsender, die bekommen wieder etwas zugeschickt. Viel Erfolg! So, liebe Kinder, jetzt guckt mal genau hin, um welche Geschichte es sich handelt. Hallo Frau, ich habe Durst. Kannst du mir etwas zu trinken geben? Guter Mann, hier hast du etwas zu trinken. Ich danke dir. Und nun gib mir etwas zu essen. Ach, guter Mann, ich habe selber nichts. Nur das wenige Mehl hier und das Öl, woraus ich mir und meinem Sohn nun ein Brot backe. Danach werden wir sterben, weil wir nichts mehr zu essen haben. Vertraue mir. Gott wird sich um dich kümmern. Mache mir zuerst ein Brot. Danach dir und deinem Sohn. Und glaube mir, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln. Bis auf den Tag, an dem es wieder regnen wird auf Erden. Okay, gut, ich werde das tun. Hier hast du dein Brot und ich habe für uns auch was gemacht und du hast wirklich recht, es ist so, wie du gesagt hast, wir haben immer noch Mehl und immer noch Öl. Ein Wunder. Vertraue Gott alle Zeit, er wird dich nie im Stich lassen. Ja, so ist das wohl. Ja, Kinder, ich hoffe, es hat euch gefallen, aber nicht nur das, ich hoffe auch, ihr seid drauf gekommen, ne? Und ich bin mal sehr gespannt auf eure Einsendung, auf eure E-Mails, ja, die ihr jetzt ganz schnell schicken müsst, damit ihr unter den ersten drei seid. Ja, es ging natürlich in der Geschichte um Versorgung. Richtig, denn auch heute geht es noch zum letzten Mal nochmal um Versorgung. Gott ist unser Versorger und wir fassen das nochmal zusammen, womit er uns denn so versorgt und was die Sachen sind, wenn wir so an Versorgung denken, was er uns alles so Gutes tut. Womit versorgt er uns? Essen und Trinken. Richtig, Jason. Kleidung. Möbel. Geld. Gesundheit. Gesundheit auch. Gute Freunde. Gute Gedanken. Ja, einen guten Beruf. Manchmal auch Regen. Regen. Die Bauern brauchen auf jeden Fall Regen. Ja. Sonne. Ich liebe die Sonne. Er versorgt mich oft mit Sonne. Da freue ich mich drüber. Und Familie. Familie, auf jeden Fall. Das waren jetzt nur ein paar Sachen, Kinder. Aber ihr seht, man sieht uns kaum noch. So, weg. Damit wir wieder da sind. Ja, ja, Gott versorgt uns wirklich richtig klasse. Mhm. Und es gibt einen ganz tollen Psalm. Der Psalm 23, wie heißt der denn, Jason?
Wie fängt er an? Wenn er anfängt. Der Herr ist mein Hirte, es wird mir an nichts mangeln. Genau, mir wird nichts mangeln. Da ist nochmal so zusammengefasst, was Gott alles für uns tut eben und wie er sich um uns kümmert. Aber jetzt freue ich mich auch aufs Basteln. Ja, jetzt kommt das Basteln mit der Lydia. Sie hat sich wieder was echt Tolles einfallen lassen. Viel Spaß dabei. Heute möchte ich mit euch diese Libellen basteln. Die gehen schnell und sind super einfach und jeder von euch schafft es. Du brauchst zwei Pfeifenputzer und Perlen in zwei unterschiedlichen Größen. Von den kleinen habe ich 8 und von der großen Perle habe ich 1. In meinem Fall sind die kleinen circa 1 cm breit und die große Perle ist, ich denke mal, 2 cm breit. Ich starte mit meinem kürzeren Pfeifenputzer. Bei mir ist der ungefähr 25 cm lang. Der kann von mir aus auch ein bisschen länger sein. Bei mir war der doch ein bisschen knapp. Und ich knicke den einmal in der Mitte und fädle die erste Perle auf das eine Ende ein und guck nochmal, dass beide Enden gleich lang sind. Und dann nehme ich die anderen Perlen und fädle sie auf beide Seiten ein. Also die beiden Seiten halte ich zusammen. So, und dann gucke ich, dass die gleichen Farben sich nicht berühren. Da hatte ich gerade eine Perle, die die gleiche Farbe hatte. Die habe ich nochmal rausgenommen. Genau, und dann fädle ich alle Perlen da auf. Genau, bis alle 8 weg sind. Wenn deine Perlen größer sind, dann brauchst du vielleicht weniger. Oder wenn die kleiner sind, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr. Zum Schluss fädle ich die dicke Perle auf. So, und dann drehe ich die Pfeifenputzer nochmal und knicke die zur Seite, sodass meine Perlen nicht wieder herausfallen. Dann nehme ich mein langes Stück Pfeifenputzer und schneide es einmal so, dass ich ein längeres und ein kürzeres Stück habe. Das kürzere ist in diesem Fall ca. 20 cm lang und das längere 30. Und genau, ich schneide es einmal durch und nehme dann die beiden Enden und drehe sie ineinander, gucke, wo die Mitte ist, stülpe sie auf meine Libelle und drehe sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite fest. So entstehen die beiden kleineren Flügelchen. Das gleiche mache ich mit dem längeren Stück. Ich drehe die Enden ineinander, gucke, wo die Mitte ist und genau, stülpe das auf und drehe die Flügelchen ein. Und wisst ihr was? Schon bin ich mit meiner Libelle fertig. Sieht die nicht toll aus? So einfach geht das. Und ich habe hier noch eine zweite Libelle in den Farben Blau, Grün, Weiß und Schwarz, die ebenfalls richtig toll aussieht. Und ein kleiner Tipp, wenn du mehrere davon bastelst, so, weiß ich nicht, 5 oder 6, dann kannst du auch ein wunderschönes Mobile daraus machen. Also ich hoffe, dir hat der Basteltipp gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ja, das war richtig cool, das Basteln mit der Lydia. Nächste Woche warten auch wieder coole Sachen auf euch. Wir haben nämlich ein Best-of-Kigo. Es ist der letzte Kigo vor den großen Ferien und richtig coole Sachen warten auf euch. Und dann, wenn die großen Ferien kommen, da haben wir auch ein Special-Kigo. Also ihr dürft gespannt sein. Aber heute ist jetzt erstmal leider Ende, ne? Heute ist Ende. Ende Gelände. Heute ist Schluss und die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und eine gute Woche und kommt guten gut Monat, durch. Ne? Guten Monat. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.